wc. Hij lag hier, lag niet beter. Oké. Dank je. Ja, maar echt. Ja. The referee is called in again by the ladies in France with 2 points. So a score there updated to 4-2. Update on the scores from France against Belgium. Le score dans le match de la France contre la Belgique. 4-2. Pour la France, 4-2. Et l'autre demi-finale, dames. La Suède contre l'Italie. 3-3. Le score dans la demi-finale masculine, Italie contre Hollande. 3-0. Italie, les Pays-Bas, 3-0. Et Allemagne contre l'Espagne, 0-2.
Nou, meneer Ritsi is in ieder geval wakker. Dat is zover is duidelijk. Schiet briljant goed. Oké, Duitsland tegen Spanje 0-4. Die Spanjaar spelen zeer goed. Maar Duitsland fehlt af en toe een kugel om druk te bouwen in die afname. Aber vielleicht jetzt. Update on the scores here. France against Belgium 7-2. By the ladies. Any other ladies match? Sweden against Italy 4-3. Sweden, Italy 4-3. France, Belgium 7-2. By the men. Germany, Spain 0-4. By the men, Italy and Netherlands 6-0. 3 points for the Italian guys there, 6-0.
Nou, leuk mensen dat jullie thuis kijken vanuit Nederland, maar eigenlijk zouden jullie natuurlijk gewoon hier naartoe moeten komen. Hè? Nu hebben we de kans zeg maar om petanque op hoog niveau van dichtbij te bekijken. Uiteraard willen we ook graag de Nederlandse mannen uitzenden, maar we hebben nu even gekozen voor een andere wedstrijd. Die van Duitsland tegen Spanje. Mogelijk een wedstrijd op hoog niveau ook. Er is een hele simpele manier om dat op te lossen ook. Dan moet Nederland gewoon blijven winnen. In de finale gaan we natuurlijk sowieso broadcasten. Dus laten we hopen dat Nederland in die finale staat straks. Moet Nederland wel eerst van Italië gaan winnen? Dat gaat niet zomaar gebeuren, zeg maar. Er moet er dan een tandje bij. Italianen ballen dit rustig uit, lijkt het een beetje op. Ze nemen echt heel veel tijd voor elke bal. Wel netjes binnen de minuut overigens. Maar ze zijn ook allemaal hoog geconcentreerd. Dat kun je zien, straalt er vanaf. Agressief spel bij Nederland tegen Italië. Leuk om te zien trouwens. Het is eigenlijk het hele weekend al bij Italië, België, Spanje. In Duitsland nog wat minder. Er wordt ook niet geaarzeld, maar wordt iets voorzichtiger gespeeld qua tactiek. Ja, het is wel raak dat schot van Tom, haalt het me net niet uit. Het kost toch weer een extra bal. Dan kunnen de Italianen het tireren gaan overnemen, denk ik. Wat zien we in de tussentijd bij Duitsland-Spanje, stand 0-4. De Spanjaarden net even een tikje beter, net zoals de Italianen eigenlijk tegen Nederland. Scores van de French-Belgium game 8-2. Bij de females 8-2. On the other side, still 4-3. Nice shot. Sehr schöner Schuss hier von Manuel Strokosch. One or two points. And again, they do not measure themselves, but call in the referee immediately. Really strange, yeah. Überlegungen mit dem Coach der deutschen Mannschaft, Robin Stenterbauer, ist auch aufgestanden. Aber setzt sich wieder hin. Ich sehe auch nicht direkt einen Grund, weil die Spieler wechseln machen sollten. Moritz Rosig bei den beiden Coaches.
Also ein Punkt für die Deutschen. Also Spielstand 1-4. Also zwei von den deutschen Spielern aufs Klo. Also da passiert im Moment gar nichts. Schauen wir mal auf die andere Spielfelder rüber. Schiri am Bahn 1, sag mal, bei den Damen ist immer noch am Messen. Ja, helaas weer drie puntjes tegen bij onze mannen, zullen we maar zeggen, tegen de Italianen. Stand 9-0 voor Italië. Daar gaan onze jongens nog een hele klei van krijgen om die wedstrijd om te tornen. Italianen degelijk. Weinig fouten. Nederland kan inderdaad weinig druk zetten. Ja, dat is jammer. Het is zeker nog niet te laat. Er zijn drie mensen gespeeld, geloof ik. 4 zou ook kunnen. Stand in ieder geval 9-0 voor de Italianen. Dus ja, 4 minuten later kan het zomaar 9-9 zijn. Zo is het ook. Laten we het vooral lekker positief blijven bekijken. Wel de Franse dames ook hard gaan tegen de Belgische dames. Had ik vooraf toch zeker niet gedacht. Zien het spel van de Belgische dames gisteren, wat gewoon erg sterk was. De Belgische dames gooien er ook een wissel in. Panteur gaat eruit. Panteuze plaatst er niet lekker. Dus vierde speelster het veld in. Kijken hoe dat misschien nog wat beter gaat voor hun. Italiaanse panteur Palmeiro ken ik eigenlijk niet. Wel eens gezien, maar... Het Nederlands team wel een wissel doorgevoerd, maar alleen qua positie. Tom van der Voort gaat de eerste man. Moet even kijken of ze van tevoren wat druk kunnen zetten. Tom gooit hem gewoon denk ik helemaal uit. Of net niet, maar in ieder geval zien wij de bal niet meer liggen vanaf hier. Bal veel te hard.
Of hij sprong weg natuurlijk, dat kan ook. Maar dan lijkt mij dat hij gewoon niet goed gegooid was. Die is beter. Die is gewoon heel mooi, 10 centimeter voor de buut. Goeie bal van Tom. Interessante bal van de Italiaanse dames. Die speelt bewust ietsje te hard. Zodat de bal achter de buut landt. Speelt dan half toch een boel ervan. Maar het buutje gaat vervolgens helemaal mee naar links met die bal ook nog. Dus een beetje gek, maar dat kan allemaal. Diego Ricci neemt ook veel tijd om die bal van Tom proberen zo goed mogelijk clean eruit te halen. Maar dat lukt. Het is niet meer alleen maar een bal raken, dat is duidelijk. De Italianen proberen zo goed en zo effectief mogelijk het spel af te maken eigenlijk. Is misschien de beste omschrijving. Zien er zeker uit. Je voelt en alles dat ze even beter zijn. In ieder geval op dit moment. Joey van Doorn als milieu de cirkel in om te gaan plaatsen. 2-2 gespeeld. Klein boelvoordeel dus voor de Italianen. Prima bal van Tom van der Voort. Joey van Doorn. Prima punt. Niet bijzonder. Maar waarschijnlijk goed genoeg voor de Italianen om te gaan schieten. Bij Duitsland ging Spanje. Een interessante afname voor Duitsland. We hebben op jeden geval chance hier punten te maken in deze afname. Schöner Schuss von Manuel. Punkt zurück bei Deutschland und noch 4 Kugeln auf die Hand. Das heißt, möglich 5 Punkte für Deutschland. Polen sieht leicht aus, ist aber gar nicht leicht zu legen. Man sieht das bei allen Spielen, wie viel Zeit die Spieler nutzen, um ein richtiges Donné zu finden für die gelegte Kugel. Was mir weiter noch auffällt, ist, wann getroffen wird hier bei der Europameisterschaft Espoirs. Ist es oft ein Karo oder irgendwas Retros, Seitros. Oder fast bei jedem Spieler, die trifft. Nur eine Kugel entfernen ist eher wenig. Also Loch oder Treffer. Und dann auch noch meistens Treffer mit liegen bleiben. So, Diego hat die Kugel von Joey wieder entfernt. Zoals ik zei in het Duits, Diego heeft de bal van Joey weer opgeruimd. Joey gaat weer een balletje brengen en doet dat prima. 3-3 gegooid. 4-3 gegooid. 2 ballen van Rick van Lier nog tegen 3 ballen van de Italianen. Alessandro Basson gaat schieten uiteraard. Nou, die zat er toch wel even naast. Het is 2-2. Is nog wel ruimte. Hè? De bal van Joey ligt 30 centimeter rechts van de buurt. Dus de Italianen gaan plaatsen. Denk ik. De bijnaam van Audrey Bandeira is in ieder geval Lulu, dat is duidelijk. Dus ik denk dat de Franse dames de wedstrijd hier gaan beslissen. Dan staan ze serieus nog te kijken om een bal te gaan schieten voor 3. Terwijl er ongeveer 3 meter ruimte is om een balletje bij te leggen. Dat is bijna... bijna gek gewoon. Het geeft in ieder geval aan dat ze zich heel zeker voelen. Gewoon goed gedaan van de dames. Très bien joué par l'équipe fille de la France. Bat la Belgique 13-2.
Französische mannen zijn ook nog daar. Gratuleren die Französische middels. Very good. The French ladies being congratulated by the French men. So, good thing there. Alessandro Basso voor nog een schot. Die gaat er net overheen. En dat was een schot voor extra punten volgens mij. Misschien zelfs wel voor 13. 1 punt voor de Italianen. 10-0. Apart, maar waar. Update on the scores. The French ladies won their first match against the Belgium ladies 13-2. The Italian boys in the lead 10-0 against the Dutch boys. Swedish ladies against the Italians. Sweden, Italy ladies 6-4. The second semi-final 6-4. Sweden, Italy 6-4. Updated score here on the German-Spain match. Haben die Deutschen jetzt 5 Punkte gemacht oder 4? Ich war nicht so sicher, aber es sieht aus wie 6 Punkte. Okay, da habe ich noch eine Kugel nicht richtig gesehen, aber trotzdem. Ist natürlich noch schöner. 6 Punkte gemacht gegen die starke Mannschaft aus Spanien. Also 7-4 in Führung für Deutschland. Sehr schön. Sau auf fast 10 Meter, denke ich mal. Nederland ook een beetje in de verdedigmoot, moet ik zeggen. De eerste bal van de Italianen 40, 50 achter de buurt, denk ik. Wel weer 10 meter. En Nederland besluit eerst een balletje te plaatsen. Tom van der Voort, goede bal aan de voorkant. Het is niet duidelijk of die punt is of niet. Bij Spanje tegen Duitsland zien we eigenlijk een beetje hetzelfde. Eerste bal van Duitsland, tikkie achter de buurt. Spanje besluit te plaatsen. Nou, misschien zien we hier dan het verschil tussen net niet en net wel, of heel goed en goed. Spanje, daar gooi je meteen een bal dubbel. Geen twijfel bij Duitsland overigens. Schieten, ruimte maken. Nee, die valt er net overheen. Of heb ik een schot gemist van de Spanjaarden?
Ja, ik zal wel dat ik het eerste schot gemist heb. Wellicht niet dubbel, gewoon een goede bal van de Spanjaarden. In ieder geval ging die van Manuel Stokkers net eroverheen. Dat is jammer. Dat is ook knap zo lang die shots van Manuel. Waarschijnlijk 2 gegen 2 gespeeld. Deutschland voorzichtiger weer, niet direct nog maar schießen. Is vielleicht gar nicht so verkehrt. Sehr schöne Kugel von Moritz Rosig da. Fast de Vin auf die Kugel, auf jeden Fall zwischen Sau und Kugel. Punkgelegt, sehr schön. Spanien gestern verschlagen durch Belgien, weil die Belgier Druck aufgebaut haben. Am Anfang von der Aufnahme. Es hört sich an wie Anfängerbuhl, aber so war es. Wenn die Spanier keinen Druck haben, dann schießen die sowieso alles karo. So, sehr starke Mannschaft. Da sieht man auch direkt der zweite Schuss von der Schieße. Viel zu kurz, flach. Kein guter Schuss. Schuss von Milieu viel besser, aber viel zu lang. Anders gesagt auch die Spanier gestern sich zurückgekämpft in die letzte Doublette gegen Belgien. Die Belgier hoch am Führen, 11-3-4 oder so etwas. Und die Spanier zurückgekommen auf 10-11. Dann doch das Spiel verloren, aber kämpfen können die auch. Kein schlechter Kugel von den Leger von Spanien, aber reicht nicht ganz für Punkt. An die rechte Seite, anstatt gerade zu spielen für die Saison. Oder Innenseite Kugel von Deutschland. Meine ich, wäre bessere Option gewesen, aber gut. Wichtige Aufnahme für Deutschland eigentlich, weil sie eben 6 Punkte gemacht haben und vielleicht nochmal profitieren können. Goed gelegde kugel van Spanje. Maar wat is de plan? Vester rand spelen? Ik denk schon. Überlegt met DJ Choupé wat ze maken. En ik denk Marco Lunken wird een beetje fester daar in die kugel spelen, want die zal berührt. Ist das auch in Ordnung? Das macht er auch. Schön gespielt eigentlich, vielleicht nicht so ganz gerade aus der Hand oder so, aber die Kugel geht direkt nach links. Berührt eigentlich nicht so viel. Auf jeden Fall wird das Team aus Spanien einen Spielerwechsel gleich durchführen. Vierter Spieler ist am Warmspielen und der Coach hat schon Bescheid gegeben an die Schiri, dass gewechselt wird.
Das habe ich jetzt nicht so verstanden, was die Taktik war. Mit der Schuss von Manuel, aber okay. Einzigste, was die machen können, ist versuchen, noch eine zu legen. Das ist, glaube ich, ein Punkt für Deutschland. Genau, so ist es. 8-4. Okay. Die Spanier machen den Spielerwechsel. Milieu geht raus. Ein bisschen größere von den vier Spielern. Und die ein bisschen schmalere von den vier kommt jetzt rein. Also. In the match here for Spain are Sergi Rodriguez, Miguel Trigillo, and Manuel Romero. I think, yep, that is. Fourth player, José Luis Guache. Is toch alweer een gele kaart uitgedeeld. Yellow card voor Swedish player. Not clear why. Probably because she didn't. She wasn't correctly in a circle or went out of the circle too early. Not sure about that. Result is that Swedish bull is 2 meters short. Let's see what the Italians can do here against the Dutch. What's the plan? Really good shot from Alessandro Basso. What is the deal? Maybe he has a shot for three. Well, it's a really difficult shot. Not without any risk. I reckon they're just gonna point one ball in for 2 points, making the score 12-0, but let's see if he succeeds in that. A little more aggressive play now here by the Germans. First ball not that great from the German team. First ball of the Italian, Spanish team also not great, but good enough for the Germans to shoot at it. So, interesting to see. Only 1 point for the Italians. 11-0 for Italy against the Netherlands. Elf-nul voor de Italianen tegen onze jongens. Bijna krijgen onze jongens het voor elkaar om de mannen te winnen. Maar er zal nog een tandje bij moeten. En er moeten nog wel twee tandjes bij, wil je de, denk ik, de Italianen onder druk krijgen. Maar laten we eens beginnen met de 4-5 goede balls per man. Bij voorkeur de eerste 4-5 goede balls. Niet kijken naar de tegenstander. Zelf je eigen bal goed gooien.
En dan gaan we merken hoe goed we zijn, wat er allemaal in zit. Heel bijzonder trouwens dat het Nederlands team vandaag 4 coaches heeft. Dat lijkt mij ook niet helemaal volgens de reglementen, maar goed, wij maken het ook niet uit. Hij zegt wederom aan het meten met hulp van de spelers nu. Alright, Nederland weer teruggewisseld, zo te zien. Joey even op als panteur. Eerste bal niet goed. Update on the scoring of all the matches. Sweden against Italy, ladies, 6-7. And the other ladies match already won by the French against Belgium, 13-2. Triples at the men. Italy against the Netherlands, 11-0. Italy, the Netherlands, 11-0. And the last semi-final in front of our cameras here, Germany against Spain. Interesting match, 8-4. Ja, schön gelegd van Marco Lonken. En schön geschossen van de Spaanse schießer. Is reingekomen. Und direkt Karo geschossen, also
Sehr gut gemacht. Manuel muss seine Kugel auch bringen. Sonst können die Spanier 4 Punkte machen. Der ist nicht schlecht. Hat ja vielleicht auch Punkt sogar. Also Spanier müssen das Ding treffen. Eine wichtige Kugel, denke ich, im Spiel. Ein Unterschied zwischen 9-5 und 8-5, 8-6. Ist zu lang. Also Loch, kein Treffer. Ein Punkt bei die Spanier doch, denke ich dann. Das war dann Schuss vor 2. Jo, 8-5. Ja, die 5 Punkte fehlen Deutschland noch. Es wäre natürlich ganz wichtig, diese Triplet-Runde gegen Spanien zu gewinnen. Weil da kannst du einen Tick lockerer hier in den Doublet-Runde rein. Lange Überlegung. Lange Overleg bei den Nederlandse Mannen. Toch wat discussie. Twee tegen drie bulls in ieder geval, wat ik zo zie. Mooie plaatsbal van Rick van Lier, toucheert het buut ook. Dus wellicht liggen er nu wel 2 voor Nederland op de grond. Italianen inderdaad nog 3 ballen. Nederland nog 1. Even kijken wat Alessandro Basso doet met dit schot. En die zit er best wel naast. Is gewoon niet goed. Niet goed. Beetje gek eigenlijk. Ja, kan ook een keer. Nou, interessant. Italianen doen het voorzichtig aan. Nemen geen risico in ieder geval voor als de buut mocht gaan met het laatste schot, met de laatste bal. Ja, een beetje een gekke bal. Ja, dus theoretisch kan Rick gewoon schieten voor 2, maar ja, dat is natuurlijk wel heel gevaarlijk. Misschien moet Nederland maar even blij zijn met een puntje. En ja, goed, Rick heeft natuurlijk ook nog best wel wat ruimte om nog een tweede punt erbij te plaatsen. Dus ja, waarom ook niet? Gewoon doen. Ja, Spanjaard valt goed in. Bijzonder balletje, iets te fors gespeeld van Rick, speelt bijna de eigen punten eraf. Dan zijn het misschien nog net 2 ook. Ja, 2 punten. 11-2. Italy against the Netherlands, 11-2.
Sweden against Italy. Females over on the left side, 6-7. Going slow. Prachtige bal. Schön gespeeld hier, Marco. Misschien dat de Nederlanders ook wat een beetje moed en spirit kunnen putten uit het feit dat ze 2 punten hebben gemaakt. Mooie opening van Joe in ieder geval. Wordt wel netjes opgeruimd door Diego, maar de Italianen moeten wel gooien, dus toch boelvoordeel. Mooie bal van de Spanjaarden. Schöne kugel van die Spanjaard daar. Die, en dan de Allemavischen. Of moet dan. Wichtige fase in dat spiel van Duitsland gegen Spanje. Directe aanwijzingen van DJ Choupé wat te maken. Also weinig ruimte voor discussie der dort. Der entscheidet. Und Robin wird eigentlich direkt zum Einspielen geschickt. Das heißt, Robin wird vielleicht reinkommen. Das wäre dann für Marco wahrscheinlich sein, aber schauen wir mal. Nou, Italianen tegen Nederland misschien eindelijk een beetje onder druk. Twee gouden bols om mee te beginnen. Prachtige pointeerbal van Joey en een mooie carol van Rick. Italianen ook een beetje onder druk. Heel interessant om te zien of Robin Stentenbach gaat er waarschijnlijk wel in komen. Maar nu nog niet. Ja, scheidsrechter maand de Spaanse panter om de cirkel toch op de plek te leggen waar de buurt lag.
antwoord was even van, ja, maar anders kan ik niet op 10 meter spelen. Waarop de scheidsrechter vervolgens zijn meter uit de tas haalt met, dat zullen we nog wel eens even zien dan. Vervolgens is ook vrij snel duidelijk dan, laat dat maar zitten dan. Hey, dikke. De eerste bal net even te lang. Ah ja, van de Spanjaarden eigenlijk. Ligt er in ieder geval achter. De eerste kogel tikt zo lang hier van die Spanjaarden. Also Duitsland wordt verzorgend punt te horen. Maar dan komt die eerste kogel zu kurz van Moritz. Schade. 1 punt voor die Spanjaarden. 8-6. Immer nog aan het vuren Duitsland. De Sache is zo snel wie mogelijk eine neue Aufnahme zu gewinnen. Am besten diese direkt. Gibt es auch keine Diskussion. Zweite Kugel von Moritz, sehr schön. Wird schon geschossen, war sehr flach und kräftig geschossen auf einmal. Ist dann auch knapp rüber. Über die Sau auch noch. Jammer, onze jongens verliezen van Italië. Win for Italy against the Netherlands, 13-2. Well played by the Italians, not that great. Better than cheese. They can do better than that. And they're gonna have to be better than that. In the doubles and singles. There's some work to do for the Dutch coaches. France female won their game against Belgium, and the Italian boys won their game against the Netherlands, so far that we know. Still playing Spain against Germany in the other semi-final for the men. And the other semi-final for the females is Sweden against Italy. Score over there, Sweden-Italy 6-10. Sweden-Italy 6-10. Thank you.
Goed geschossen van Manuel daar. Gar niet verkeerd. Beide Coaches von Deutschland stehen auf. DJ Choupé wieder nach der hinteren Seite von der Bahn zu schauen, wie es aussieht. Bei mir im Moment unklar, was Marco jetzt machen würde. Schuss für zwei, glaube ich. Das heißt, glaube ich, dass er da einen Schuss für drei hat, auf jeden Fall. Jetzt weiß ich nicht, ob die andere Kugel links hinten auch von Deutschland ist. Wenn ja und Marco schießt ein Karo, ist das hier Ende. 13-6 für Deutschland. Das wäre richtig toll für den Deutschen. Gerade geschossen, aber zu kurz. Nur leicht berührt. Und ich glaube nur ein Punkt. Oh, das war eine Kugel von den Deutschen. Also Karo hätte Schluss bedeutet, glaube ich. Okay, immerhin, Punkt für Deutschland, 9-6. Schon mal gut, wieder eine Aufnahme zu gewinnen. Wenn du richtig nachschaust, die Deutschen haben nur drei Aufnahmen gewonnen. 1-0, 7-0, 8 und 9, also vier Aufnahmen gewonnen. Das geht, weil die Spanier wahrscheinlich auch so grob vier Aufnahmen gewonnen haben. Okay, das ist auch ausgeglichen. Gut, dass die Deutschen eine Aufnahme 6 Punkte gemacht haben, deswegen führen die dann jetzt. Also Spiel ist jetzt gleichwert. Sehr schöne Eröffnungskugel von Moritz. Wie gesagt, wenn die Deutschen diese Aufnahme gewinnen, dann sind die schon mal fast da und haben die eine richtig gute Chance. Aber das Temperament von den Spaniern nie auszuschließen. Die Kugel hat, glaube ich, nur 10 Sekunden gepunktet. Direkt ein schönes Karo hinterher von den Spaniern. Also kann man nicht so sagen, einfach sehr gut geschossen. Schön geschossen. Muss man auch respektieren. Ich hoffe natürlich auch, dass die deutschen Jungs gewinnen. Bravo, schöner Schuss von Manuel. Mit Punkt. Also alles richtig gemacht. Ja, eine interessante Kugel von den Spaniern, so 80 cm vor der Sau, schätze ich. Das heißt, Überlegungen. DJ Choupé weiß schon, was gemacht werden muss. Die Jungs hören darauf und es wird geschossen. Na, schon interessant. Ist kein leichter Schuss, weil viel Platz ist.
Heel. Heel schön van Manuel. Twee punten aan boden. Maar nog een kugel nachter, zo niet zo wichtig. Het spiel bij de dames is beëindigd. De Italiaanse dames siegen over Zweden. Zweden, Italië 6-13. Sweden, Italy 6-13. 13 points for the Italian ladies over there. Really good start here for the Italians. Both men and ladies, both won their triple. Okay. Only one match still left to play. Marco Lunken für Deutschland. Schönische Platz, um das Spielfeld etwas enger zu machen. Spielstand 9-6 in Führung für die Deutschen gegen die Spanier. Score here, Deutschland against Spain 9-6, Germany against Spain 9-6. Marco wird direkt belohnt mit seinem chaosen Platz, dass die Spanier einmal nicht punkten. Also sehr schön. Wieder eigentlich direkt DJ Choupé hinter der Bahn, um zu schauen, was gemacht werden muss. Entscheidet viel. Vielleicht nicht alles, aber so sieht es auf jeden Fall aus von der Hinterseite. Auf jeden Fall große Rolle in diesem Spiel hier auch für DJ Choupé. Diese Kugel läuft zu weit nach außen. Keine Ahnung, was da. Jetzt so passiert, aber die sollten auf jeden Fall keine Angst haben, durch die Mitte zu spielen, durch die zwei Kugeln. Also bringen die weit genug. Hoch genug. Da kannst du eigentlich nie die Kugel aufspielen. Das ist doch richtig schade für Deutschland. Da hätten die doch mehr rausmachen können als ein Punkt. Auf jeden Fall noch eine extra. Also 11 und 12 wäre möglich gewesen. Meine Damen und Herren, 12-6 wäre möglich gewesen. Jetzt ist 10-6. Auf jeden Fall wieder die Aufnahme gewonnen. Das ist schon mal gut. Ja, wenn wir das wieder positiv anschauen, brauchen die Sache nur dreimal zu wiederholen, dreimal einen Punkt holen. Haben sie auch 13-6, wenn man das vorher so sagen kann, dann würden wir alle irgendwo unterschreiben und das so machen.
Das würde nämlich heißen, dass sie das Spiel 13-6 gewinnen. Und das wäre ganz, ganz toll für die deutsche Mannschaft. Ah, schöne Kugel von Moritz. Schöne Öffnung. 10, 15, vielleicht 20 cm vor der Saison. Schießer von Spanien ist so ungefähr schon fertig zum Schießen und kommt das Schuss. Schöner Treffer. So, dauert nie lange, wenn die spanische Schießer ins Kreis geht, um zu schießen. Ist auch reingewechselt nach 6-7 Aufnahmen und hat eigentlich kaum eine Fehlkugel, also auch ein Kompliment wert. Ziemlich junge Spieler noch, glaube ich. Also vielleicht werden wir die nochmal wiedersehen auf einer Europameisterschaft für Espoirs. Zweite Kugel von Moritz, auch schön links neben die Sau und genau wieder wird ganz schnell geschossen durch die spanische Schießer. Jetzt springt er rüber, knapp davor springt rüber. Naja, doch keine Maschine. Mittelspieler von Spanien als Schießer angefangen dieses Spiel. Jetzt in der Mitte und auch gar nicht schlecht. Etwas ruhigere Spieler. Überhaupt keine Ausdrückung von Stress oder Druck oder irgendwas. Also sind alle drei ziemlich locker, die Spieler von Spanien. Bei den Deutschen, ja, wie wir die kennen eigentlich, ne? Wenn es wichtig wird, ist das auch zu sehen. Aber nichts Schlimmes. Das ist auch gut zu sehen, dass die das Spiel richtig alles mitbekommen, richtig erleben mit Emotionen und alles drumherum. Schön zu sehen. Schöne gelegte Kugel von den Spaniern. Muss entfernt werden durch Manuel Strogoš. Lässt sich dafür ziemlich viel mehr Zeit als die spanische Schießer. Die hat jetzt schon wahrscheinlich drei Kugeln geschossen. Aber ich glaube, es ist richtig, was Manuel macht. Lässt sich Zeit, konzentriert sich für seinen Schuss. Schöner Schuss. 1-2 mm kürzer wäre Karo gewesen, aber vielleicht sollen wir zufrieden sein mit so einem Schuss. 2 Kugeln noch auf die Hand für die Deutschen gegen 2 von den Spaniern. Ein Punkt am Boden für Deutschland. Also enge Kiste. Mit dieser Aufnahme meine ich. Ja, die ist ziemlich lang, die gelegte Kugel. Also Moritz meinte, kein Punkt oder Schiri muss kommen. Das ist schon interessant zu sehen, dass die Spieler gar nicht selber messen. Wir holen direkt die Schiri rein. Das ist schon kurios eigentlich. Ja, Spiele werden auch weggeschickt, wenn die Schiri da am Messen ist. Was die Schiri nicht gesehen hat, ist, dass die drei Spanier eigentlich ziemlich nah an ihm dran stehen, hinten ihm. Wenn er das sieht, wird er die auch wegschicken, sofort. Ah, ist glaube ich nicht so wichtig. Solange die Schiri seine Arbeit machen kann. Aber fällt schon auf, dass sie selber gar nicht messen.
So I'm very sorry I can't speak Spanish for the viewers of Spain. A very warm welcome here at the European Championships in the Netherlands. We're watching the game of Germany against your boys from Spain. Really nice game. With some nice things to learn and see. Scoring over there is 10-6 Germany-Spain, 10-6. Het schijnt toch punten te zijn die hinter de kugel. Manuel macht een zeer schön Schuss drauf. Ja, schon interessant, die laatste kugel van die Spanier, die muss irgendwo rein. Wenn er zufällig auf den Stein komt oder so, hat Marco wieder een. Nicht wieder, er is zum ersten Mal. Schuss für Schluss. Aber wird nicht passieren, glaube ich, dass die ganz weit durchgeht, die Kugel. Sehr schön gelegter Punkt. Also dann ein wichtiger Schuss von Marco. Nur wegmachen. 11-6 wäre ganz, ganz in Ordnung. Natürlich, wenn er Karo schießt, 12 ist gut. Aber Hauptsache weg. Ich spare ja nicht das Gefühl geben, dass die auch wieder mitmachen. Knapp links daneben von Marco. Schade. Ein Punkt für die Spanier. 11-6. One point for the Spanish team. 11-6. 10-7. 10-7 natürlich, meine ich. Ein Punkt für die Spanier. 10-7. So our first ball of the Spanish team, a little bit long. Yeah, but that first ball of the Germans, a little bit short. Ah, bisschen kurz, hier ist der Kugel von Mars, hier schade. Die erste Kugel von den Spaniern auch nicht so top war. Also eine kleine Chance verpasst. Auf jeden Fall die zweite Kugel hier von Moritz muss dann besser kommen. Oh. Die geht dann durch, das ist richtig schade.
die dritte kugel hier van Marco Lonken niet goed. Jetzt müssen die Jungs aufpassen, dass sie nicht dann vier oder fünf kassieren. Können auch nicht so viel machen, die müssen einfach weiterlegen. Soweit ist gut. Kugel gut gelegt von Marco Lunken, aber innerhalb von ein paar Sekunden ist die schon wieder weg. Wie gesagt, die spanische Schießer hat keine Angst. Meine war stockwisch, schön gelegte Kugel. Schießer ist schon wieder unterwegs mit seinem Schuss. Echt krass, wie schnell er schießt. Auch kräftig und fest geschossen, knapp dahinter. Das Milieu von Spanien lässt sich deutlich mehr Zeit. Voll schief links daneben. Deutschen doch wieder kurz am Überlegen, Robin da vielleicht reinzuwechseln. Diesmal vielleicht auch von Moritz. Keine Ahnung. Zweiter Schuss von den Spaniern. Viel besser. Kugel ist weg. Also Leger von Spanien hat noch eine Kugel und Manuel Strokos hat noch eine Kugel. Ist doch wieder so ein kleiner Punkt im Spiel. So wie die letzte Aufnahme, wann man die Punkt holst, bist du schon mal fast da. Ne? Weil dann ist das Unterschied 6 Punkte im Spielstand. Jetzt ist es nur 3 Punkte. Aber geht noch, diese Aufnahme. Ein Punkt wäre schon wichtig, wieder schön für Deutschland. Schön gespielt von Manu. Aber Spanien schießt vor Punkt. Okay, Leger. Hat noch nicht geschossen dieses Spiel, glaube ich. Aber eigentlich egal, jeder von das spanische Team kann schießen. So wie bei den Deutschen eigentlich, aber auch diesen Schuss knapp rüber. Vielleicht ein Tick rechts davon. Also Punkt für Deutschland. 11-7. 11-7. Germany, Spain. 11-7. One point. Referee entering. The field. Talking with some of the players. Probably telling them to stay in the circle when they're shooting. Moving out of the circle too fast. Es sieht so aus, meine Damen und Herren, dass die Schiedsrichter in die Bahn gekommen ist, um die Spieler zu fragen, nicht in den Händen zu pusten, vor die Kugel gespielt wird. Und DJ Choupé regt sich voll auf, darüber auf und zurecht, weil das ist ein Grund, das ist eine Regel, die ich gar nicht kenne. Man darf die Hände nicht befeuchtigen. Ne? Aber mit Wasser meinte ich doch, nicht mit Atem. Das ist doch egal. Also im Grunde ist das auch befeuchtigen, aber schon interessant.
Shiri hat das gerade besprochen mit Jean-Marc Boudou. Alles scheint wieder okay zu sein. Erste Kugel gut von Moritz, auch entfernt schon von der spanischen Schieße, aber nicht weit weg. Liegt immer noch Punkt, aber ja, schon weit weg genug vor Punkten zu legen natürlich. Also Spanier ist wieder dran zu legen. Schon kurios, dass sie das hinkriegen, die Sau und Kugel genau hinter die Pfosten zu legen. Zum Glück haben wir mehrere Kameras da. Very warm welcome to everybody who just checked in our broadcast. Right now watching the only game left here in the first triple round of this semi-final of the European Championships 2015. Already won their first match, the French ladies, the Italian boys and the Italian ladies. Now watching the last semi-final triple round of Spain against Germany. Germany in the lead there, so Germany-Spain 11-7. Nou, iedereen thuis, welkom bij deze belangrijke dag. Europese kampioenschappen voor belofte leeftijdscategorie 2015 hier in Nieuwegein, bij het Stichting Petankcentrum, waar wij te gast zijn op een mooi platformpje boven staan, zodat we alles goed in de gaten kunnen houden, goed kunnen bekijken en interessante beelden voor jullie thuis kunnen creëren. Feiten zijn duidelijk. De Italianen zijn er weer. Zowel de dames als de mannen. Eerste triplette wedstrijd in de halve finale gewonnen. Dus grote kansen voor alle Italianen om zich te kwalificeren voor de finales van het Europees kampioenschap. Andere finalisten, zou je zeggen, is ook bijna bekend. Frankrijk wint van België. Ik zie gewoon niet 1, 2, 3 gebeuren dat de Belgische dames zowel de tête-à-tête als de doublet gaan winnen. Maar dat heeft Zweden gisteren ook 2 keer gedaan. Dus wie weet. En trouwens, wie weet kan Zweden dat stukje nog een keer herhalen tegen Italië. Maar normaal gesproken zouden we nu moeten zeggen dat bij de dames Italië tegen Frankrijk de finale gaan spelen. Ja, een goede shoot hier, Marco. Weer schön. Interessante entscheidung. Schöne Schuss von Marco Lonken.
Eine Kugel gegen einer. Das heißt, Moritz Rosig wird seinen ersten Schuss von dieser Meisterschaft machen. Wenn er Karo schießt, ist sowieso vorbei. Ich bin mir nicht sicher, ob die auch schießen. Ob er schießt für zwei, aber wenn er Karo schießt, ist sowieso 13 für Deutschland. Also, sag mal, die erste Chance für unsere deutschen Jungs hier, einen ganz wichtigen Schritt Richtung Finale zu machen. Moritz Rosig. Also nein. Zu flach, zu kurz. Schade, schade. Aber so schnell wie möglich abhaken. Heißt aber auch ein Punkt für die Spanier. 11-8. Sieht aber auch so aus, dass die anderen Spielen auch so grob wieder weitergehen anfangen. Die haben auf jeden Fall angefangen einzuspielen. Okay. I'm being checked if distance is 6. And it is. Interesting to see here the Spanish guys playing the cushion at 6 meters. Probably want to shoot. So be careful to not get blown away here. First ball is okay, but the Spanish a little bit long. Also ein bisschen zu lang, erste Kugel von Spanien. Aber trotzdem nicht schlecht. Vielleicht sollten die Deutschen trotzdem schießen. Man kann eine davor legen.